Ja, also ich wollte heute was erzählen über ein paar kleine Tricks für Emacs und Perl-Sourcen. Die Motivation war die, dass ich mal mit zwei anderen Emacs-Nutzern gesprochen habe. Und der eine hat mir von Sachen erzählt, die er für Perl verwendet, von denen ich nie gehört habe. Und andererseits habe ich auch jemanden von Sachen erzählt, die ich für Perl verwende, von denen er nie gehört hat. Und so glaube ich, gibt es eine ganze Menge Sachen, die im Emacs drin sind, die wir zum Teil nutzen oder auch nicht nutzen, weil man gar nicht die Zeit hat, das alles auszuprobieren, was es beim Emacs gibt. Und das sind halt die, die ich entdeckt habe, zum Teil schon länger, zum Teil auch erst kürzlich, die mir schon enorm viel weitergeholfen haben. Vermutlich sind viele im Raum, die den Emacs besser können wie ich. Ich verwende ihn erst seit 30 Jahren und das reicht natürlich nicht. Also, es gab schon mal einen Vortrag von Laurent Damy. Der ist auch auf YouTube zu finden. Der hat allerdings sich 40 Minuten Zeit genommen, dafür zu erklären, was der Emacs macht. Und da finde ich, das kann man schon mal wieder machen, weil inzwischen sind einige Emacs-Versionen ins Land gegangen und einige Perl-Versionen. Und deswegen habe ich gedacht, so ja, 20 Minuten kann man wahrscheinlich auffüllen damit. Das Erste ist, was ist Emacs überhaupt? Die Selbstbeschreibung ist The Extensible Self-Documenting Text Editor. Das finde ich, trifft es irgendwie nicht so ganz. Das ist ja doch eher so eine Art Alpha-Desktop oder Keyboard-Desktop. Was ich verwende zum Beispiel ist der Project Planner mit dem Org-Mode. Ich lese auch meine Mails damit mit GNUs. Die eingebaute, also jetzt nicht über irgendwelche Add-ons, sondern die eingebaute Unterstützung für ein Versionskontrollsystem habe ich auch verwendet. Der versteht gleich, wenn er irgendwas findet, ob Subversion ist oder Git, versteht er das und bietet die an, die Kommandos. Dann ja, gibt es auch eine Programmiersprache, eine ziemlich breite Programmiersprache namens Lisp, mit dem man das selber erweitern und customizen kann. Ja, und außerdem ist auch noch ein Editor mitgeliefert. Das andere Interessante, oder für mich Interessante, ist, dass der Emacs ja ungefähr wie Perl 5 aus derselben Generation stammt und auch ungefähr wie Perl 5 ähnlich viele Releases schon hinter sich hat. Der negative Effekt davon ist, dass man auf Stack Overflow ganz viele Antworten findet, die einfach falsch sind. Weil die sind 10 Jahre alt und betreffen sich auf Emacs-Versionen, die es nicht mehr gibt und beschreiben Probleme, die vielleicht schon längst gelöst sind. Da muss man also immer genau schauen, schon wann ist es. Das Emacs-Wiki ist leider auch in einem, ja, beschreibt einige Pakete, die nicht mehr funktionieren. Ja, was haben wir als Perl-Support in Emacs? Also was kann Emacs für Perl tun? Da wollte ich drei Sachen vorführen. Zwei stehen hier schon drauf. Das erste ist der cPerl-Mode. Wer verwendet den klassischen Perl-Mode statt dem cPerl-Mode? Keiner, das denke ich. Wer verwendet cPerl-Mode? Ja, das denke ich mir. Das ist Standard inzwischen, man überfährt dann. Der cPerl, sage ich nachher noch mehr dazu. Dann gibt es einen Haufen IDEs, die für Perl angeboten werden. Die ersten drei oder die ersten zwei, die laufen einfach nicht mehr. Oder ich habe sie nicht zum Laufen gekriegt. Bei einem steht drin, läuft seit 2009 nicht mehr. Das Perl Now, da gab es jetzt wieder irgendeinen Commit, habe ich gesehen, aber ich habe es seither nicht ausprobiert. Das Sepia läuft, gibt es auch als Package bei den Linux-Distributionen. Ich habe den wahren Mehrwert noch nicht gefunden. Das hat eine Ripple, also so eine interaktive Eingabemöglichkeit, aber ansonsten, was es für Entwicklung tut, ich habe es vielleicht noch nicht rausgefunden. PLSense ist so eine Art Omni-Completion-Tool, womit man dann tatsächlich aus den installierten Modulen dann einfach nur auf Tab drücken muss. Und dann, den habe ich nicht zum Laufen gekriegt, also deswegen habe ich ihn nicht ausprobiert. Den gibt es zwar auch als Paket, aber man muss irgendeinen Server zum Laufen kriegen, der im Hintergrund die ganzen Sachen macht. Das habe ich noch nicht geschafft. Und das Letzte, das Devel PerlSense, ist für mich auch eine reine Zufallsentdeckung gewesen vom Johann Lindström. Das wird zumindest oder wurde im letzten Jahr noch aktiv entwickelt und das will ich jetzt einmal vorführen. Und zwar verwende ich das überwiegend, wenn ich fremde Perl-Sourcen lesen und verstehen muss. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Ich habe letztes Jahr bei dem CPAN Pull Request Challenge mitgemacht. Da kriegt man irgendeinen CPAN-Modul vor die Füße geworfen und das heißt, mach mal irgendwas Sinnvolles. Das ist schon enorm hilfreich. Meistens sind das Module, die man selber gar nicht verwendet, wenn man den ein bisschen versteht. Und da bin ich zufällig auf das Ding aufmerksam geworden. Und ich will eigentlich nur ein einziges Kommando vorführen. Das ist der sogenannte Class Overview. Das habe ich hier jetzt auch als Slides, aber das kann ich auch live vorführen. Das ist jetzt ein ganz normales Testfile. Das ist kurz genug, das sollte noch keinen überfordern. Da wird einfach ein Objekt angelegt. Und mit isOK wird getestet, ob das tatsächlich das Objekt von der entsprechenden Klasse ist. Das ist eine Kugel. Was hat eine Kugel für Parameter? Eine Kugel hat einen Mittelpunkt, eine Kugel hat einen Radius. Und ich habe noch eine Farbe gegeben, damit man was sieht. Wenn man Devel PerlSense auf ein
Main-Programm oder auf ein Hauptprogramm oder auf einen Test anwenden will, muss man oben Package Main reinschreiben. Das ist irgend so eine Idiosynkrasie. Ohne ein Package tut er nicht. Da sagt er, er findet nichts. Aber allein die Zeile Package Main, die auch für ein Testprogramm ja funktioniert, die tut es ganz gut. Und da kann ich jetzt einfach mit dem Empfohlenen, dass man das so einstellt, Ctrl-O, Ctrl-O, den Class-Overview anwerfen. Und da sehe ich natürlich bei dem Programmchen, was ich bisher hatte, gar nicht viel. Aber was man schon mal erkennt, er würde eigentlich behauptet, so etwas wie eine Inheritance anzugeben. Ein Testprogramm hat natürlich kein API. Bookmarks, da würde er dann reinschreiben, wenn man irgendwelche so To-Do oder Fix-Me oder sonstigen Kommentare, das kann man konfigurieren, was er da einem rausschreibt. Und er sagt, was es verwendet, das ist erstmal mein Testobjekt. Und das andere, das ist schon das Erste, was ich schön finde, er löst auch nicht die Sachen auf, nicht nur die Sachen auf, die ich im Projekt drin habe, sondern auch das, was ich von CPAN oder aus meinem Standardsystem mit dazu nehme. Da wollte ich auch nur eine Taste vorführen, mit der Taste D komme ich dann da unten an die Dokumentation. Und das haben wir bei Fremdencoachern recht oft, dass man nicht einmal weiß, ist das jetzt noch in dem Paket drin oder holt er sich das aus irgendeiner Dependency raus, die ich schon vorher installiert habe und wie funktioniert denn dieses Teil? Das Zweite, da gehen wir jetzt natürlich mal in dieses Ding rein. Da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder direkt in den Source Code reinspringen. Das will ich aber jetzt noch gar nicht. Halt. Sondern was ich jetzt auch machen kann, ich kann einfach von da noch einmal den Class Overview anschauen. Und der ist natürlich ein bisschen reichhaltiger. Da sehe ich zum Beispiel die Objekthierarchie bis ganz oben. Also Sphere ist ein Object, weil ich das so deklariert habe. Und Vector, das ist interessant. Vector und Color sind deswegen interessant, weil das sind keine Perl-Inheritance, sondern das sind Moose-Roles. Das heißt, das Ding ist schlau genug, Moose zu parsen und zu verstehen und damit darzustellen, die auch so darzustellen, wo der was her hat. Und das sieht man auch im API. Das Ding hat jetzt schon ein etwas reichhaltigeres API. Da sieht man zwei Farben. Die meisten davon sind lila. Also das ist eigentlich, eins ist blau und die anderen sind eher lila. Alle, die lila gekennzeichnet sind, sind nicht in Sphere.pm, sondern in irgendeinem der Basisklassen. Und nur Bildarcs ist die einzige Methode, die tatsächlich in dieser Klasse kodiert ist. Und wo ich dann noch darauf hinweisen will, also was es benutzt, steht drin, das ist halt in dem Fall Moose, das ist natürlich manchmal viel länger, die Liste. Auf eins möchte ich noch hinweisen, da schreibt er Move, das ist eine Methode, die aus irgendeiner Art und Klasse kommt, sonst wäre sie nicht in der Farbe, und da hat der Klammeraffe add Vector drin stehen. Wo kommt er denn da drauf? Und dafür klicken wir einfach mal auf dieses Move drauf und dann sind wir bei der Methode samt Bot dazu und stellen fest, das ist nicht in Sphere, sondern das ist in Vector. Vector ist also die Rolle, von der Object geerbt, die in Object verwendet wird und von der das erbt und ist genau auf dem Ding. Und das Interessante finde ich nun, den Kommentar oder das, was er da vorher angezeigt hat, hat er hier aus der Überschrift im Pod. Das finde ich schon geil, weil dadurch kann ich, ohne irgendwie die Perl-Syntax zu brechen, diesen Class-Overview so aufmotzen, dass es fast schon so eine Art Synopsis ist. In dem Fall habe ich mir das reingeschrieben, weil ich nie weiß, braucht er jetzt ein Array oder braucht er eine Array-Ref? Für viel mehr tut es nicht. Man kann sich daran gewöhnen. Also ich habe mich daran gewöhnt, meine Sachen inzwischen so zu schreiben, dass ich sie dann hinterher in dem Class-Overview auch so sehe, wie sie ausschauen sollen. So, das war, glaube ich, das, was ich zu dem Thema vorführen wollte. Die kann ich also hier überspringen. Das sind genau dieselben Dinger, die haben wir schon gesehen. Und wenn wir uns mal eingearbeitet haben, dann wollen wir auch Perl-Sourcen schreiben. Das mache ich mit dem C-Perl-Mode, der ist bei Emacs mit dabei. Es ist ein Release dabei von 2009, auch im neuesten Emacs, im 26.1. Ich habe festgestellt, es tut mir nicht so sonderlich weh. Es gibt auch nicht so viel Aktivität im C-Perl-Mode. Das finde ich schade, allerdings ist das ein Monster, was meine Lisp-Kapazitäten noch deutlich überschreitet. Ich fange jetzt an, mit Emacs Lisp das zu lernen, um eben solche Sachen zu verstehen. Was er kann, ist Syntax-Highlighting, aber das ist ein bisschen idiotisch, das können Sie alle. Und was er auch kann, ist, dass er Control-Constructs, zwei bestimmte Control-Constructs, wie zum Beispiel ein For, ein If, wenn man da nur das Schlüsselwort schreibt, das ein bisschen expandiert. Und während es mich bei dem Syntax-Highlighting überhaupt nicht stört, dass er nicht weiß, was ein Has ist oder was, weil die Has fängt immer in der ersten Spalte an und steht immer ganz oben. Da brauche ich kein Highlighting mehr, das weiß ich, wo es hingehört. Aber beim Schreiben geht es mir etwas auf den Senkel, weil Has hat eine ganze Menge Klammergebirge und ich muss eine ganze Menge rumfummeln, selbst wenn ich das aus irgendeinem Template generiere. Und da habe ich jetzt beschlossen, da behelfe ich mir. Und das hat sich als
überraschend leicht, selbst mit minimalen Lisp-Kenntnissen, herausgestellt, dass man den existierenden CPL-Mode erweitert und einen sogenannten Derived Mode erzeugt. Ich will also has schreiben und dann baut er mir dieses ganze Klammergebirge auf für den Namen und für sonst was. Und ich will Method schreiben, Sub kann ich schreiben, das ist ganz normal. Subroutine, aber bei Method will ich dann, dass er mir gleich das myself gleich Shift reinschreibt, also dass ich da halt auch ein bisschen weniger Tippaufwand habe. Das war dann ein paar so Sachen. Als Emacs-Helper verwende ich den Abbrechmode und Skeletons. Abbrechmode ist so ziemlich der primitivste von diesen Ergänzungsmode und Skeletons ist so ziemlich der primitivste Template-Mode. Ich bin noch nicht weiter. Ich weiß nicht, ob ich jemals mehr brauchen werde oder verstehen werde. Die Templates muss man halt schreiben. Die habe ich einfach aus dem Beispiel abgekupfert. Die sind auch relativ gut dokumentiert in der Emacs-Native-Beschreibung. Einen Moose-Mode, da muss man eigentlich nur sagen, der nimmt alles, das ist wieder eine Klassenvererbung, der nimmt alles, was der CPL-Mode kann und das noch dazu. Dann gibt es halt die Shortcuts, also eben Method und Attr, die ich da, und Has, die ich da verwende und klaue ein bisschen Zeug von Emacs-Wiki, das kann ich dann vorführen, dann bin ich fertig. Und dann gehe ich jetzt gleich mal wieder in die Demo rein. Sind wir noch im Vektor-PM? Wir sind im Vektor-PM und ich will jetzt da eine Methode reinschreiben. Wenn ich einen Move habe, habe ich auch immer ein Move-To, der also sagt, geh zu einem bestimmten Punkt. Die schreibe ich jetzt mal hin. Der fragt mich da ab. Normalerweise hasse ich das, wenn ich irgendwelche Prompts da unten... Ach, der schneidet das immer noch ab. Okay. Ich schreibe jetzt hier, der hat mich jetzt gepromptet nach dem Namen der Subroutine. Ich mache sowas normalerweise nicht gern, dass der das da unten hat, aber in dem Fall habe ich es deswegen gemacht, weil der das dann sowohl hier oben, der erzeugt mir also in dem Template sowohl die Dokumentation als auch den Body und da taucht der natürlich zweimal auf. Deswegen kann ich es, oder ist es mir nicht gelungen, das einfach doch reinschreiben zu erzeugen. Also das Erste finde ich also schön, erzeugt mir gleich den Kommentar. Das liegt nahe für faule Säcke wie mich. Schreib erst einmal, was das Ding tut, bevor du anfängst zu codieren und dann schreib den Code. Und das andere Feature, und das ist genau das, was ich aus dem Emacs-Wiki geklaut habe, was ich furchtbar hasse bei solchen Templates, wenn ich dann anfangen muss, rumzufingern, wo geht's denn weiter? Und dafür kann man dann einfach sich einen Hotkey definieren, das habe ich halt gemacht, und die sind alle in den Template definiert, wo sind die Punkte, wo ich dann hinterher was ergänzen will. Hier schreibe ich die Dokumentation, hier schreibe ich die Parameter, hier schreibe ich den Code und hier schreibe ich die nächste Methode. Das hat sich herausgestellt, wie gesagt, das Ganze sind keine 20 Zeilen in Emacs Lisp, mit denen man das machen kann. So, ja, das war diese... Eigentlich eher eine Ermutigung. Ich habe das erste von den Dingen, was ich dafür geschrieben habe, war nicht einmal für Perl, sondern war für einen XML-Teil. Da habe ich gedacht, das kann man doch bestimmt für Perl auch machen. Also jetzt, genau, das sind jetzt die Screenshots. Ich kann jetzt nochmal vorführen, wie das bei Attr ausschaut, bei Has. Der hat jetzt überhaupt keine. Dann geben wir dem noch einfach irgendein Attribut. Fragt er mich auch nach dem Namen. Nennen wir das Y. Und dann baut er auch halt so ein Template auf und hat auch wieder diese Features, dass er da hin und her hüpft. An die Stellen, wo ich was einfüllen will. Das fand ich irgendwie verglichen mit den früheren Cursor-Arithmetik schon richtig gut. Ja, das sind die Screenshots dazu. Wenn ich was schreibe, bei euch ist das bestimmt anders, aber wenn ich was schreibe, dann funktioniert das meistens nicht. Und dann muss ich debuggen, oder ich debugge halt, verwende den Debugger. Und da gibt es auch etwas in Perl, das ist der Perl-Debugger, der innerhalb dieses Emacs GUD, Grand Unified Debugger arbeitet. Der hat Vor- und Nachteile gegenüber dem normalen Debugger. Der Vorteil ist, Datenstrukturen beliebiger Größe, die aus jedem Screen-Buffer rauslaufen, kann ich da einfach auch in einen Emacs-Buffer reinschreiben. Das habe ich mal ganz dringend gebraucht, weil ich einen ganz bestimmten Inhalt eines Hash-Werts gesucht habe. Und das war halt auch so eine Monsterstruktur und irgendeins der Attribute hat mir Schwierigkeiten gemacht und dann konnte ich genau feststellen, von wo das referenziert wird. Das hilft eben auch, wenn man so eine Circular-References sucht, weil die stehen dann zwar nur drin als Reused Address, aber steht die Adresse drin. Da kann ich dann genau schauen, wo taucht diese Reused Address auf und welche habe ich vergessen abzuschießen, wenn ich die Circular Dependency raus habe. Das einzige negative Eigenschaft, aber da weiß ich, dass viele nicht einmal die positive Eigenschaft kennen, wenn ich mit dem X-Term im Debugger drin bin und mache einen Fork, dann habe ich hinterher zwei X-Terms, eins für Father und eins für Child. Ist enorm genial, wenn ich Race-Conditions gezielt herstellen will, um zu überprüfen, dass ein Patch, den ich schreibe, auch tatsächlich zieht, ohne das 100-mal durchlaufen zu lassen müssen und zu sagen, der sporadische Fehler ist jetzt 100-mal nicht aufgetreten, also wird er ziehen.
Das kann er also nicht, weil das geht tatsächlich nur mit dem X-Term. Solche Tests kann man dann nicht da drin durchführen. Der zweite Vorteil vom Perl Debugger, also den ruft man einfach auf. Man kann dem also auch die ganzen Parameter mitgeben. In dem Fall, Perl-D hat er immer schon drin, aber wenn ich in der Entwicklungsumgebung bin, da muss ich ja immer mit minus groß i, Punkt, Punkt, Schrägstrich, lib die eigene Projektbibliothek dazu finden. Und dann habe ich ja hier das Testfile dazu. Das ist halt ganz normal. Das kann ich eigentlich sogar vorführen. Ich habe dieses Ding hier. Ich kann jetzt hier sagen PerlDB. Ah, der hat sich das alles noch gemerkt. Nee, das minus i lib fehlt. Das ist das Einzige, was ich mir ergänzen muss. Ah, ja. Ich könnte, da werde ich jetzt nochmal versuchen, einen Patch einzubringen. Ob man den damit sichtbar machen kann? Nee, kann man nicht. Das ist jetzt schade. Ach, jetzt ist es ja banal. Ja, das könnte ich auf dem Bildschirm gerne machen. Ja, danke. Also ich habe jetzt nur dieses minus i Punkt Punkt lib eingeführt, weil er weiß ja, welche Datei ich ausführen will. Und das einzige Besondere, ich kann hier gleich loslegen. Also normalerweise, wenn man Tests debuggt, dann muss man immer durch so zwei oder drei Statements vom Debugger reinführen. Und hier kann man da gleich mit N den ersten Test ablaufen lassen, der läuft ab. Und unten sieht man, dass diese Source, die man eigentlich debuggt, immer gleich mit dargestellt wird. Das finde ich ganz schön. Wegen diesem Feature muss man Ovid-Debugger, ich weiß nicht, wer von euch Ovid-Debugger kennt und nutzt, das hat er mal in einem Blog-Post geschrieben, der verwendet dann ein paar, den Data-Print statt dem Data-Dumper, um die Sachen, um Objekte nicht allzu tief darzustellen und sagt am Anfang auch immer gleich, was ist das API von der Klasse, in der ich mich gerade befinde. Aber der hat auch die Eigenschaft, dass er immer statt der aktuellen Zeile mit V das Fenster drum anzeigt. Das kollidiert damit, das ist die einzige Zeile, die ich auskommentieren müsste. Gut, das ist also der Teil hier. Der Debugger, was ich noch verwende. Jetzt haben wir bisher immer gesagt, was kann Emacs für Perl tun. Jetzt habe ich noch ein paar andere Sachen, was kann Perl für Emacs tun, und da habe ich auch zwei Beispiele. Das erste ist Shell Command und Region, das ist nicht wirklich Perl-spezifisch, aber manchmal ist es so, also ich bin zumindest viel besser mit Perl als mit Emacs Lisp. Und wenn ich da irgendwie, im Emacs kann ich eine Region markieren und da kann ich bestimmte Operationen dann durchführen in Perl, weil ich irgendwas habe. Also das Beispiel, was tatsächlich in der Programmdokumentation dabei ist, ist, ich kann auf einen Block ein Perl-Tidy ablaufen lassen. Und was ich hinterher, was eigentlich zu dem Vortrag von morgen gehört, wenn ich einen Teil von einer Datei oder einen Teil von einem Block feststelle, da ist irgendwie einmal Encoding zu viel passiert, dann kann ich das gezielt für diesen einen Teil abschießen. Und das Zweite, das wäre alleine mal ein Vortrag für den ganzen Vormittag, was können alles die Code-Blocks im Org-Mode? Wer verwendet Org-Mode? Okay, das sind doch viele, wenn die anderen verwenden vermutlich kein Emacs. Oh. Weil, also Org-Mode ist für mich bis heute noch ein Grund, Emacs zu lernen. Ja. Bitte? Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe das, viele von den Sachen, die da gehen, habe ich erst jetzt entdeckt. Vielleicht mache ich mit Org-Mode, das ist jetzt ein Ableger von reveal.js, also ich schreibe HTML. Der konnte ein paar Sachen ganz gut, die ich gebraucht habe. Ich ärgere mich immer drüber, aber ich war bisher noch zu faul, davon wegzugehen. So, Fix Encodings in Emacs, das ist das Shell Command and Region. Das Perl-Dingens, ich mag keine Einzeller, aber da bietet es sich einfach so an. Ist diese Zeile in der Mitte, jetzt habe ich ein bisschen zu viel markiert. Irgendwie bin ich da zu dämlich gerade. Aber ihr wisst, welche Zeile gemeint ist. Ja. Auch hier, das ist für den Vortrag für morgen wichtig, das Ding funktioniert nur dann korrekt mit den Parametern minus CS, der besagt, minus C ist Encoding auf Unicode setzen, und zwar S für Standard Input, Standard Output, Standard Error, weil Emacs kommuniziert mit seinen Subshells per UTF-8, wenn man das so konfiguriert hat, und die heutigen Default-Konfigurationen sind so. Es wäre nicht Emacs, wenn man es nicht auch anders machen könnte. Ja, und da seht ihr, da habe ich natürlich auch einen Function Key definiert, der mir das dann macht. Und das zweite Beispiel ist eben für den Org-Mode.
da ist es so, dass das, was ich hier vorführe, ist nicht einmal tatsächlich Emacs, ist nicht einmal tatsächlich Perl, sondern ist etwas für Perl. Nämlich hin und wieder müssen wir, um Perl Sachen testen zu können, Sachen machen, von denen wir gar nichts verstehen. In meinem Fall ist es, ich muss eine Postgres-Datenbank mal schnell vom Scratch einrichten. Und das habe ich mir, natürlich kann ich mir eine Prozedur schreiben, aber dann muss ich mir noch irgendwo hinschreiben, die Prozedur lässt du gar nicht unter deiner Kennung laufen, sondern die Prozedur lässt du unter der Kennung Postgres laufen. Und hier ist es so, das ist nur ein Teil der ganzen Geschichte. Diese Prozedur, das wird alles über diese erste Zeile da gesteuert, die läuft unter der User-ID Postgres, in dem Fall auf Localhost, das ist die Emacs-Trump-Syntax, mit der man auf beliebigen Servern was laufen lassen kann. Das ist eine ganz geile Geschichte. In dem Fall läuft es auf Localhost. Aber ich kann innerhalb einer Datei verschiedene Schritte so eines Kochrezepts unter verschiedenen User-IDs ablaufen lassen. Wenn ich es richtig automatisieren würde, würde ich Ansible nehmen. Aber Ansible, bis so ein Playbook mal läuft, das dauert bei mir immer ganz lange. Und dann habe ich 100 Dateien und alle heißen main.yml. Wer verwendet Ansible? Kennst du das, oder? Ja. Und was es hier eigentlich ist, das sind nur zwei SQL-Kommandos, die man halt an das PSQL-Kommando verschickt. Das könnte man auch alles in Perl machen, aber ich weiß nicht, wie man diese SQL-Dinger, ob es für die alle, ich will ja den DBDPG eigentlich testen. Ja, damit bin ich eigentlich auch schon am Ende, sowohl meiner Zeit. Bitte? Ja, ja, also ich bin mit PSQL bin ich total, total zufrieden. Ich bin total beeindruckt. Ja, ich sage, ich habe für den Vortrag morgen habe ich eine Sache festgestellt. Ich mache mindestens einen Pull-Request für die Dokumentation. Ich würde mich nicht wundern, wenn die Leute zurückschreiben, das wussten wir gar nicht, dass er das macht. Das gilt, das ist für dieses Umlautproblem beim ACT. Das habt ihr wahrscheinlich festgestellt. Im ACT gibt es diese Umlautprobleme, wo im Wiki da jeder Umlaut aufgeblasen wird. Ach, das kann ich vielleicht sogar noch vorführen, wenn ich das hier habe. Das ist dieses Ding, was dann dabei rausschaut. Was man im Wiki sieht, ist nicht diese Octal 203, Octal 208. Wenn ich zu viel encodiere, habe ich immer irgendwelche Folgezeichen dabei, die in einem Bereich sind, der in ISO 8859 nicht definiert ist. Ich habe es gleich. Bitte? Nicht definiert ist, ja. Der kommt aus ISO 6429. Das sind Steuerzeichen. Und ja, da habe ich da unten diese, da mache ich jetzt gleich einen Eval-Buffer drauf. Da wird diese Prozedur definiert und dann kann ich einfach, wenn ich das hier markiere, durch den ganzen Teil, das mache ich jetzt den ganzen Teil, dann kann ich das so lange auf F12 hauen. Ne, da passiert jetzt irgendwie nichts. Oh ja, diesen Bug kennt ihr. Den Bug kennt ihr, ja. Was mich nur jetzt etwas ärgert. Wo ist jetzt der Bug? Nein, der ist nicht gemerkt. Der Bug ist in dem Wiki-Toolkit zusammen mit dem Postgres-Treiber. Deswegen sage ich ja, es würde mich nicht wundern, wenn die Postgres-Treiber-Leute wüssten, das wussten sie gar nicht, dass ihr Code das macht. Vermutlich, die wissen das. Jetzt geht er. Das muss ich also mehrfach machen. Und am Schluss steht, was der Lars wirklich eingetippt hat. Interessanterweise, der Name vom Lars wird natürlich immer korrekt dargestellt, weil das läuft nicht über denselben Codepfad. Der verwendet ja. Nein, wie gesagt, es ist das Wiki-Toolkit. Ja, okay. Ich kann es genau beschreiben, aber die Zeit ist aus. Ja, wir haben ein bisschen später angefangen, ein bisschen später aufgehört. Ich weiß nicht, ob wir noch Fragen machen dürfen oder Max dann durchdreht.